Hallöchen, herzlich willkommen bei Stempelzone. Ich bin Katrin aus Bochum und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. In diesem heutigen Teil, dem vierten Teil meiner Reihe Demonstratortätigkeit, möchte ich dir das Stampin' Up Starter Kit vorstellen, was für Vorteile du daraus hast und dir aber auch zeigen, wie der Weg dahin ist, sich dieses Starter Kit zusammenzustellen, sowie möchte ich dir zeigen, was für Produkte ich dir empfehlen würde, gerade als totaler Bastelanfänger, welche du dir ins Starter-Kit packen solltest. Und dazu habe ich dir in der Infobox, schau einfach mal hier unter diesem Video, einen Link zu meiner Homepage gesetzt, wo du sehen kannst, welche Produktempfehlungen ich dir da gebe. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das jetzt noch machst. Einfach hier kostenlos auf Abonnieren drücken und am besten das Glöckchen aktivieren, damit du auch kein weiteres Video verpasst. Denn ich gebe hier nicht nur Tipps zur Stampin' Up Demonstrator-Tätigkeit, sondern gebe dir auch viele Bastelideen und Inspirationen an die Hand und bastel mit dir zusammen an verschiedenen Bastelprojekten. Das Starterpaket von Stampin' Up ist ein super Schnapper. Für alle, die das interessiert, möchte ich hier nochmal mitteilen, was du alles bekommst. Und möchte dir aber auch in diesem Video zeigen, wie du das Ganze dann anstellen kannst. Dazu kommen wir gleich. Du kannst das ganze Jahr bei Stampin' Up einsteigen mit dem Starterkit. Es gibt quasi dieses Grundangebot und während der Celebration, die nächstes Jahr von Januar, also vom 5. Januar bis zum 28. Februar stattfindet, hast du nochmal verschiedene weitere Vorteile, die ich dir dann an meinem Basteltisch zeigen werde. Denn dieses Zusatzangebot, welches es im Januar gibt, habe ich schon bei mir und das möchte ich dir gerne zeigen. Grundsätzlich, egal wann du einsteigst, gibt es dieses Starter-Kit für 129 Euro inklusive Versand. Das Starter-Kit kannst du per Kreditkarte und PayPal bezahlen. Den Link zum Starter-Kit findest du auch in der Infobox, den direkten Link zum Team Stempelzone. Wir nennen uns die Papierperlen und würden uns riesig darüber freuen, wenn du dich für uns entscheidest. Für diese 129 Euro kannst du dir dann Produkte aus allen aktuellen Katalogen, wenn du jetzt im Dezember einsteigen möchtest, weil du es nicht mehr abwarten kannst, kannst du sogar auch schon aus dem neuen Mini-Katalog dein Starter-Kit zusammenstellen. Wenn du das möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Beachte jedoch, dass du dann dieses Celebration-Angebot nicht bekommst. Deswegen würde ich dir eher empfehlen, warte noch bis Januar ab. Und am 5. Januar, das ist nicht mehr allzu lange, kannst du dann einsteigen und bekommst nochmal das Angebot obendrauf, welches ich dir gleich zeige. Aber grundsätzlich sind es die 129 Euro. Du bekommst dafür Produkte im Wert von 175 Euro. Du darfst diesen Wert nicht überschreiten bei deiner Bestellung. Darauf musst du achten. Du musst dich unter diesem Wert bewegen oder den Wert genau erreichen. Und du kannst dir während des Bestellprozesses aussuchen, ob du Geschäftsmaterialien wie Kataloge, Bestellformulare, Einladungskarten im Wert von 40 Euro kostenlos dazu buchen möchtest oder ob du das Ganze weglässt. Das ist also das super Angebot von Stampin' Up das ganze Jahr über und wie gesagt gibt es ab Januar, ab dem 5. Januar ein spezielles Angebot, wo du nochmal 70 Euro Wert dazu bekommst und was das genau ist, das zeige ich dir gerne an meinem Basteltisch. Hier ist jetzt mein Basteltisch und ab dem 5. Januar, wenn du dich da entscheidest, bei Stampin' Up einzusteigen, bekommst du zusätzlich zu dem herkömmlichen Starter-Kit 5 Pakete Designpapier im Wert von 70 Euro kostenlos mit dabei. Dafür müsst du nichts tun, das wird einfach dazugelegt. Und ja, ich finde das toll. Du hast zu jedem Stempelkissen dann ein farblich passendes Designpapier zu Hause.
Und der große Vorteil für dich ist, du bekommst hier Produkte, die Kunden noch nicht bestellen können, denn das sind schon die Designpapiere aus dem neuen Jahreskatalog 2021 bis 2022. Du hast hier alle vier Hauptfarbfamilien dabei, wie Neutralfarben, Signalfarben, Pastellfarben und Prachtfarben. Es sind 6x6 Inch Designpapiere, also 15,2 x 15,2 cm. Du bekommst dann noch zusätzlich eine Packung dazu mit den In-Color-Farben 2020 bis 2022. Insgesamt dürften das 200 Blätter Papier sein und ich würde sagen, damit kannst du richtig gut mit Stampin' Up starten und generell ins Papierbasteln starten, denn die Farbauswahl ist gigantisch. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt im Schnelldurchlauf euch die Papiere alle mal zeige und da werde ich Musik spielen lassen, denn ja, sonst wird das Ganze einfach zu langweilig. Okay, machen wir das so. Jetzt hast du dieses super geniale Angebot gesehen. Ich bin überzeugt davon, ich würde es dir von Herzen empfehlen. Und damit du eine Idee davon bekommst, was passiert bei dem Prozess, wenn du dieses Starter-Kit bestellen möchtest, nehme ich dich jetzt nochmal mit ja, auf mein Handybildschirm und zeige dir ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei! Sobald du auf den Link in meiner Infobox zu meinem Team gedrückt hast, landest du auf der Seite, wo du deine persönlichen Daten wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, hier bitte alles kleinschreiben und Telefonnummer eintragen kannst und drückst danach auf Erste Schritte. Auf der nächsten Seite kannst du nochmal kontrollieren, bei welchem Demonstrator du gerade einsteigst und auf Weiter drücken. Hier dann persönliche Angaben ergänzen und wieder auf Weiter. Deine Postanschrift eingeben und drückst wieder auf Weiter. Dann kannst du hier die Vertragsvereinbarung akzeptieren durch die zwei Checkboxen. Hier kannst du eine Umsatzsteuer eingeben, wenn du sie denn schon hast, ansonsten weiter.
Beim Starter-Set kannst du jetzt erstmal hier auf Inhalt anzeigen drücken. Dann siehst du die Geschäftsmaterialien auf der nächsten Seite. Hier siehst du sie jetzt einmal bildhaft. Und wenn du runterscrollst, siehst du dann auch, was da alles enthalten ist. Hier muss ich mich korrigieren, die sind nicht rausnehmbar. Die bekommst du also immer dabei und die Geschäftsmaterialien haben einen Wert von 40 Euro. Mit dem Button zurück landest du wieder auf der ersten Seite und kannst dann auf Jetzt shoppen drücken und bist dann im Shop, wo du dir alle Produkte im Wert von insgesamt 175 Euro anzeigen lassen kannst und in deinen Warenkorb packen kannst. Auf dem Button Set anzeigen siehst du jetzt dein Demonstrator-Starter-Set und auch, was noch offen ist oder ob du bereits alles eingelöst hast. Wenn du dann auf Weiter drückst, würde ich vermuten, dass du dann die Zahlung eingeben kannst. Hier kam ich selber nicht mehr weiter, denn sonst hätte ich einen Max Mustermann zu mir ins Team registriert und das darf ich natürlich nicht machen. Aber probier dich da gerne einfach aus und bei Fragen bin ich gerne für dich da. Ich hoffe, auch dieser Einblick hat dir gefallen und bestimmt auch geholfen. Wie gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn du das Team Stempelzone verstärkst und zu den Papierperlen kommst, zu meinem Team. Und ja, ich drehe jetzt noch weitere Teile zu dieser Reihe, denn es gibt noch einiges zu erzählen, gerade auch zu meinem Team, die Papierperlen. Und ich hoffe, du verfolgst diese Reihe bis zum Schluss und entscheidest dann, ob das was für dich wäre oder nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss!